alles wächst und gedeiht wieder. Durch die Frau kann der Planet am Leben bleiben. Das haben auch die Russen schon rausgefunden, die sind nur nicht so weit gekommen. Alter, war das knapp. Ich möchte doch gerade nicht die Atmosphäre zerstören. Ich frage mich gerade, ob Elita jetzt aus eigenen Kräften sich dazu entschieden hat, dem Planeten sozusagen das Leben wieder zu schenken, oder weil die haben ihr ja die Menschlichkeit sozusagen eigentlich ausgetrieben, ob die überhaupt noch fähig war, so eine Entscheidung zu treffen. Und ist das überhaupt richtig, dass ich hier nach unten geflogen bin? Ich glaube nämlich nicht. Ich weiß gerade nicht, wie ich da hochkomme. Kann ich hier nicht irgendwo einfach mal eben kurz sterben? Dann werde ich bestimmt wieder oben gespawnt. Ach, gut. Ja, gut. Da möchte ich jetzt hin. Da werde ich versuchen hinzugehen. War klar. Ich wollte natürlich wieder abkürzen. Hier lang gehen. Hier war ich ja vorhin schon. Dann muss ich jetzt hier straight rüber. Also zum Innen verlangt es doch nochmal. Und es ist immer und immer gibt es wieder ein Kapitel. Was ist das für ein Spiel? Das hat eine längere Storyline als die meisten AAA-Titel, die heutzutage rauskommen. Ich würde euch gerade gern ein empfehlen, das im Sale zu kaufen, aber wenn es hochgeladen ist, ist der Sale schon vorbei. Ich glaube, der ist am 24. um. Von daher lohnt das nicht. Okay, er hat gespeichert, wir sind richtig. Alles wird zugemoost und der Planet beginnt wieder zu leben. Eingang? Ne, das ist nur ein großer Schatten.
bin gerade natürlich was ruhiger, weil ich auch mittlerweile eigentlich nicht mehr weiß, was ich labern soll, und dann labere ich eh nur Scheiße. Da möchte ich lieber die Atmosphäre auf euch und mich wirken lassen. Okay, ein Satellit. Nicht runterfallen. Bitte einfach First Try schaffen. Wäre echt cool. Und ich hab's geschafft. Okay, hier sind wieder grüne Tropfen. Es sind keine Fußspuren, es ist Blut. Wie kommt hier jetzt schon wieder... Ist es überhaupt? Ich sag mal nein. Back to Earth, but hundreds of years in the future. Oh ja, das wurde ja am Anfang noch gesagt. Das Portal auf diesem Planeten war ein Einwegtransportmechanismus, wie wir nach unserer ersten Ankunft herausfanden. Wir hatten ursprünglich angenommen, es wäre wie jedes andere Portal, dass wir nach Belieben über das gleiche Portalgerät zurückkehren könnten, aber das war nicht der Fall. Glücklicherweise entdeckten wir schließlich das zweite Portal, das Abreiseportal, das uns wieder nach Hause bringt. Dieses aus zwei Portalen bestehende System war eigentlich sehr effizient für Transportzwecke, und wir... Das solltet ihr fixen. Und wir bauten unsere Siedlungen darauf auf, dass wir bei Bedarf hin und her reisen konnten. Aber was wir zunächst nicht begriffen, war die durch die Portalreisen verlorene Zeit. Der Transport verläuft sehr schnell, aber die Zeiten auf der Erde, und auf diesem Planeten sind nicht synchron. Wir erkannten schnell, dass in einer Woche in dieser Welt ein Monat auf der Erde verging. Als die Portale ausfielen, wurde diese Diskrepanz enorm. Als das Portal der Ankunft ausfiel und so viele Menschen getötet wurden, hatten wir Angst, das Portal der Abreise zu nutzen, um auf die Erde zurückzukehren. Im Laufe der Zeit begannen wir Dinge auf der anderen Seite zu sehen, die uns unbekannt waren. Es waren seltsame, hochaufragende Strukturen, die viel weiter fortgeschritten waren als alles, was wir je zuvor gesehen hatten. Einige glaubten, dass das Portal der Heimatwelt der Portalerbauer neu kalibriert hätte, aber ich kannte die Wahrheit. Die Bilder in dem Portal waren von der Erde, aber Jahrhunderte in der Zukunft. Das habe ich mir schon gedacht. Ich wollte jetzt gerade nur nicht das Lesen unterbrechen. War aber auch ziemlich klar. Leider haben wir unsere Hypothesen angesichts der völlig instabilen Energiereaktion des Portals nie getestet. Es war viel wahrscheinlicher, dass wir einen tragischen Transportunfall erleben würden, wenn unsere Kameraden zu Hause versuchen würden, uns zu erreichen. Es gab keine Freiwilligen und schließlich auch keine weitere Gelegenheit, bevor das Portal dunkel und kalt wurde. Im Nachhinein wünschte ich, wir hätten unsere Chancen genutzt. Okay. Der labert immer noch. Gut. Ein letztes Mal noch umgucken. Ich glaube, bald ist es nämlich wirklich vorbei. Können wir hier rein? Nee. Lol. Okay, noch nicht vorbei. Hier geht's noch weiter. Hier hätte ich nicht runtergesollt. Ich hätte da weiterlaufen sollen. Ja, eindeutig. Aber hier komme ich, glaube ich, wieder hoch. Hier sind nicht ganz so steil, sagte er. Doch, geht. Keine Sorge, ich komme da hoch. Ich komme da hoch. Bleib stehen. So, und von hier aus jetzt so, zack. Okay. War ein bisschen dumm, da runter zu gehen. Merke ich selber. Ich glaube, ich muss heute die ganze Nacht den PC rendern lassen. Ich hätte nicht erwartet, dass das Spiel einfach... Wie lange? 6 Stunden! Boah. 6 Stunden lang geht und immer noch nicht aus ist. Ich habe jetzt schon oft gedacht, gleiches Ende. Und deswegen
Lass mich echt. Erst wenn ich die Credits sehe, denke ich, das Ende ist. Was erwartet uns hinter der Kuppe? Öde Landschaft. Okay. Ist es ein Portal? Ist es eins? Bitte, lass es eins sein. Oha. Oha, sie leben wieder. Sie leben wieder, oh ja. Alter, was sind das denn für Bassschläge hier gerade? Ist das, wenn so ein Viech aufsteht? Bium. Die sehen schon krass aus. Muss man einfach sagen. Alter, wie viele werden es denn? Sie sind überall. Und wir möchten sie hier leben lassen und nicht daran hindern. Es ist ein Portal und ich sehe auch schon die Erde durchs Portal, oder? Es ist unser Portal, unser Ticket zurück zur Erde. Ich habe zwischendurch gedacht, ich möchte jetzt nicht zu viel erzählen. Aber ich dachte zwischendurch, das Spiel wird kein Happy End haben, aber ich habe Hoffnung. Mittlerweile habe ich Hoffnung. You've kept your wife on life support. It sounds like you haven't been able to let her go. Actually, I did it for her. I want to give her every chance to live again. Even if I'm not here. Okay. Lifeless Planet bei David Bort. Laggen gar nicht die Credits. Also. Nee, gar nicht. Ob das jetzt ein Happy End ist oder nicht, kann man sich drüber streiten. Für mich persönlich ist es eins. Ja. Eindeutig. Aber das ist jedem selber überlassen. Vielleicht habt ihr auch nach Folge 2 gesagt, nee, das Spiel finde ich cool, das spiele ich lieber selber. Finde ich auch okay. Aber ich kann nur sagen, geil, für ein Indie-Spiel, ohne Spaß. Einfach, den ganzen Tag habe ich jetzt daran gesessen. Und ja. Und ich glaube auch nicht, dass ich alle Sachen gefunden habe. Auf jeden Fall die Erze habe ich nicht gefunden, aber das ist jetzt nichts, was dich in der Story vielleicht weiterbringt, sondern eher in der Beschaffenheit des Planeten. Was natürlich auch ein bisschen storyrelevant ist, aber hier so auch mit der Story allgemein, also die Hauptstory, da habe ich glaube ich nicht alles, aber eigentlich so viel, dass man auf jeden Fall gut durchkam. Und ja, wir haben ja auch eine ganze Menge gelesen. Ja, ich lasse jetzt mal die Credits durchlaufen und guck mal, ob am Ende vielleicht noch was kommt. Aber ich mute mich erstmal. What will you miss most about Earth? Well, my wife first of all, and then Earth itself. All of it. She saw the beauty of this planet long before I did. You truly loved her? Of course. And if you lose someone you love, even 20 light years probably isn't enough distance to make you stop missing them.
Ja, und da sind wir fertig mit nochmal einer, mit einem schönen kleinen Endsatz, mit einem kleinen Dialog und wir sind durch. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wer bis hier durchgehalten hat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich werde jetzt erstmal die ganze Nacht rendern. Geiles Spiel, ich wollte noch sagen, von welchen Machern das ist, aber ich finde es nicht. Ich schreibe es in die Beschreibung. Also, bis dahin, tschüss.